Hallo und herzlich willkommen zur November-Sendung von Länder.TV. Ist euch gerade etwas aufgefallen? Wir haben ein neues Intro. Timo und Noval zeigen euch nun einige Einblicke zur Entstehung des neuen Intros. Hi zusammen, in diesem kurzen Video erkläre ich euch alles Wichtige, was ihr zu meinem Intro-Song wissen müsst und wie er entstanden ist. Im Hintergrund seht ihr quasi mein kleines Studio, in dem ich das Ganze produziert habe. Und zwar mit Ableton Live 11 als Herzstück des Ganzen. Und ich würde sagen, fangen wir auch direkt an. So, jetzt sehen wir das Ganze in Ableton Live. Um direkt anzufangen, kann man meinen Song in zwei Teile einteilen. Einmal den ersten Teil, in dem die Grundstimmung des Songs dargelegt wird und die Spannung aufgebaut wird. Und dann den zweiten Teil bis zum Ende, bei dem die Spannung am höchsten Punkt ist und sie letztendlich im Schluss dann auch aufgelöst wird. Meine Instrumente kann man in vier Gruppen einteilen. Einmal die Strings, welche die Atmosphäre und die Grundstimmung bringen, dann den Bass, welcher die Strings unterstützt, und zudem im E-Bass, den seht ihr oben, sind noch kleine Melodiefragmente eingebaut. Als nächstes haben wir meine Drums, welche den ganzen Song antreiben und vor allem im zweiten Teil des Songs nochmal richtig für Stimmung sorgen und die Spannung erhöhen. Dann als letztes haben wir noch den Lead, der kommt erst im zweiten Teil dazu und ich finde, der bringt nochmal diesen Nachrichtencharakter mit dazu. Jetzt, da ihr alles Wichtige zum Ton unseres Intros gehört habt, wird euch Nova noch etwas zum Video dazu erzählen. Viel Spaß! Hey Leute, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich das Intro gefilmt und geschnitten habe. Als Schnittprogramm habe ich Adobe Premiere Pro und After Effects für die Animationen benutzt. Mit einem Gimbal und einer Fuji-Kamera habe ich die Schulaufnahmen gemacht. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das Video geschnitten habe. So, jetzt sind wir in Premiere Pro und ich benutze es im größten Teil, um das Intro zu schneiden. Ich habe das in drei Teile aufgeteilt. Einmal hier die Texteffekte. Und hier unten sind die Akzente, wie ihr sehen könnt, diese rote WLAN-Logo oder Symbol, die ich dann als, die ich auch zum Teil animiert habe. Und hier unten sind dann die Aufnahmen und Drone-Footages auch dabei, von Hairtator natürlich. Und die habe ich, solche Effekte, wie man hier sehen könnt, mit den Maskieren habe ich mit After Effects, und After Effects habe ich meistens für Animieren benutzt, aber nicht sowas zum Beispiel. Das habe ich jetzt in Premiere Pro gemacht. Zu Color Grading, hier habe ich ein bisschen die Schatten habe ich ein bisschen kühler gemacht und die Highlights ein bisschen wärmer, damit ein Kontrast entsteht. Und Midtones tendenziert auch eher zu wärmeren Farben. Ja. Danke fürs Zuschauen und das war unsere Seminararbeit. Auch in diesem Monat war wieder einiges los an unserer Schule. Angefangen mit dem St. Martinstag, der für die Sextaner mit einem kleinen Laternenumzug und einem Schaustück gestaltet wurde, von dem wir euch nun ein paar Eindrücke zeigen möchten. Auch an der Heimschule Lände wird der St. Martinstag gefeiert. So wie jedes Jahr war Hanna Gottwald als St. Martin auf Pferd Frieda mit dabei. Nach vielen Jahren der Übernahme des Rollenspiels war dieses Jahr das letzte Mal für Hanna. Das Schaustück wurde durch das Orchester von Herr Bruder begleitet. Musik.
Im Anschluss gab es einen Laternenumzug der Sextaner zur Kirche. Neu an der traditionellen Veranstaltung ist, dass der heilige St. Martin mit einer Solidaraktion für die Tafel in Aachen und Bühl verknüpft wird, bei der die Unterstufenschüler zahlreiche Spenden abgaben. Dadurch möchte die Heimschule Länder daran erinnern, dass auch die kleinen Gesten zählen. Zudem fand am 22. November für die Oberstufenschüler des AG und BG der Studieninformationstag statt. Hierbei konnten sich die Schülerinnen und Schüler über verschiedene Möglichkeiten des Studiums und vielzählige Studiengänge informieren. Beispielsweise konnten die Schüler an die Hochschule nach Karlsruhe oder Ludwigsburg gehen. Für viele Schüler startete der Studieninformationstag mit einer Fahrt mit der Bahn. Als man dann endlich an der Uni oder Hochschule angekommen war, konnte man vielfältige Eindrücke zum Studienalltag und den verschiedenen Studiengängen erhalten. Wir wollten wissen, wie den Schülern der Oberstufe der Studieninformationstag gefallen hat. Daher haben wir einige nach ihrer Meinung befragt. Welche Hochschule bzw. Universität hast du besucht? Ich war in Freiburg und zwar an der Makromedia-Hochschule. Das ist eine private Hochschule und da konnte man sich ganz einfach online anmelden und deswegen sind wir da hingegangen. Und genau. Ich war in Stuttgart an der Hochschule der Medien. Ich war an der Uni in Freiburg. Ich habe gestern die Pädagogische Hochschule in Karlsruhe besucht. Also ich war in Offenburg an der Hochschule. Über welche Studiengänge konntest du dich dort informieren? Ich habe mir Medizin angeschaut. Ich habe mich da über den Studiengang für audiovisuelle Medien informiert und auch über den Studiengang von Medien- und Wirtschaftspsychologie. Also ich saß im Studiengang Psychologie, da haben wir uns hauptsächlich dafür interessiert. Es war ein bisschen blöd, weil das ein bisschen unorganisiert war und total voll, deswegen haben wir da leider nicht so viel davon mitbekommen. Aber genau. Ich habe mich über das Grundschullehramt informiert. Inwiefern konnte dir der Studieninformationstag weiterhelfen? Also ich finde es voll die coole Idee, dass wir einfach auch mal irgendwie uns angucken können, wie das so ist zu studieren, weil es halt doch was ganz anderes ist als in der Schule. In meinem Fall war es jetzt halt so ein bisschen blöd, weil die Hochschule eben nicht so gut organisiert war, aber prinzipiell finde ich das eine gute Idee. Man muss sagen, ich finde es da, also ein Tag, ein Studieninformationstag einfach gar nicht ausreicht. Ich finde, es sollten schon 2-3 Stück sein, weil ich würde mir noch gerne einige andere Sachen anschauen, so auch andere Städte und so. Man hat einfach nicht Zeit dazu. Ich fand es sehr gut, dass man in den Studienalltag reingucken konnte und auch so in Vorlesungen reinsitzen, die tatsächlich für die Studierenden waren. Also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich fand es voll gut, dass wir die Möglichkeit auch von der Schule bekommen haben, an einem schulfreien Tag an eine Uni zu fahren und uns das anschauen zu können. Und ich weiß jetzt schon eher, in was für eine Richtung ich gehen möchte. Am Samstag, den 25. November, war es dann endlich wieder soweit. Und der alljährliche Adventsbasar fand an der Heimschule statt. Kommt nun schon einmal in Adventsstimmung und bestaunt die Basteleien der Unterstufenschüler. Die 5. und 6. Klassen haben sich viel Mühe gegeben und einiges für den diesjährigen Adventsbasar gebastelt. Alles von Kerzen über Plätzchen bis hin zu Adventskränzen wurde den Besuchern geboten. Fleißig haben sich die Kinder hinter ihren Stand gesetzt und ihre Basteleien verkauft. Oder Hotdogs gesorgt. Alles in allem war es ein sehr gelungener Adventsnachmittag an der Heimschule Länder.
Unsere Schule ist immer musikalisch unterwegs, ob bei Wettbewerben, im Unterricht oder bei Musicals. Damit hat sich Anna Stemmle genauer beschäftigt und zeigt euch nun ihre Ergebnisse. Wenn man an die Heimschule Länder denkt, denken manche an eine Privatschule, andere an eine Schule mit kirchlichem Hintergrund oder wiederum andere an ein allgemeines Gymnasium. Aber die Heimschule Länder bietet noch mehr. Sie bietet nämlich auch den Schwerpunkt Musik an. Und dieser wird ständig ausgebaut und ist schon fast ein Alleinstellungsmerkmal in der Region Ortenau. Ich habe mich mit zwei Alsasbachern und einem aktuellen Schüler, sprich Mutter und ihre beiden Söhne, getroffen und alle drei haben den Schwerpunkt Musik gewählt. Der Schwerpunkt Musik ist gegliedert in den Musikzug, das Musikprofil, das Leistungsfach Musik und die vielfältigen Musik-AGs. Wenn wir uns über den Musikzug in der Heimschule Länder unterhalten, muss man sich natürlich Gedanken machen, wie kommt ein Kind auf die Idee, daran teilnehmen zu wollen. Elke Haag hat angefangen mit der Blockflöte. Seit der 3. Klasse spielt sie Klavier und durch den Musikzug kam sie zu der Querflöte, mit der sie auch ihr Studium absolviert hat. Bevor man da allerdings aufgenommen wird, musste man schon damals eine Aufnahmeprüfung machen. Das war alles noch in den Kinderschuhen, lief ein bisschen anders als heute, weil wir der erste Jahrgang waren. Das war im Jahr 1980. Im Jahr 1980 wurde der Musikzug an der Heimschule Länder eingeführt und den damaligen Schülern zum ersten Mal angeboten. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir 5 Wochenstunden Musik und dazu mussten wir natürlich dann auch in Orchester und Chor. Das fand damals auch schon immer freitags statt. Auch heute gibt es eine Aufnahmeprüfung. Die interessierten Schüler sind von der 5. bis zur 7. Klasse dazu verpflichtet, eine Musik-AG zu besuchen, wozu auch ein Instrumentalunterricht nötig ist. Die 3 Wochenstunden bestehen aus 2 Unterrichtsstunden und der jeweiligen Musik-AG. Bei uns war es ja so, wenn ich in der 5. Klasse den Musikzug besucht habe, dann war ich da bis zur 11. Und ihr hattet nochmal so eine kleine Chance abzuzeigen. Genau, also bei uns war es so, wir hatten von der 5. bis zur 7. konnten wir den Musikzug wählen. Ab der 8. mussten wir uns dann entscheiden, was für ein Profil wir nehmen. Also da konnten wir dann wählen zwischen NWT, zwischen Spanisch, zwischen Französisch, Altgriechisch und Musik. Hatte dann das Musikprofil, 4-stündig pro Woche. Und das dann von der 8. bis zur 10. Irgendwann so um 2007 rum, glaube ich, wurde dieses Profilsystem ja überhaupt erst eingeführt. Ab der 8. Klasse kann man nun das Musikprofil als Hauptfach wählen. Dies wird nun 4-stündig unterrichtet und die Musik-AG-Pflicht bleibt bestehen. Bei mir war ein großer Unterschied im Gegensatz zu ihm jetzt oder wie bei meiner Mutter damals, dass ich noch den Leistungskurs Musik belegen konnte, ohne darin die schriftliche bzw. die fachpraktische Prüfung ablegen zu müssen. Ich habe einfach nur die 4 Stunden, also bei mir war es ein 4-Stunden- und 2-Stunden-System, die 4 Stunden Musik gehabt, habe aber dann keine Abiturprüfung in Musik gemacht. Ab meinem Bruder war es dann so, dass es wieder nach dem alten System kam. Entweder 3 5-stündige Fächer und ansonsten halt 3-stündige Fächer, Grundkurse. Und da habe ich dann auch jetzt Musikleistungskurs 5-stündig und ich musste ins Fachpraktische und jetzt auch ins Schriftliche Ball. Was für mich natürlich sehr interessant ist, zwischendurch war es ja mal anders, aber das, was wir heute so als Leistungsfach und Basisfach kennen, das war zu meiner Zeit auch schon als Leistungskurs und Grundkurs. Ab der Oberstufe kann man nun Musik als Leistungsfach wählen. Man hat heutzutage wieder 5 Stunden pro Woche plus die jeweilige Musik-AG. Im Abitur muss man sowohl einen schriftlichen als auch praktischen Teil machen. Es gibt zum Beispiel die Big Band, die Jazz-Combo, das Streicher-Vororchester, das Streichorchester, das Bläser-Vororchester, das Blasorchester, der Unterstufenchor, der Mittelstufenchor, der Oberstufenchor, der Kammerchor. Die unterschiedlichsten Musik-AGs
sorgen für eine große Vielfältigkeit an der Länder, abgerundet durch die vielen eigens kreierten Musicals. Es wird viel verlangt, man muss Leistung bringen, aber man bekommt auch einfach ganz viel zurück. Schlussendlich bedeutet dies, dass der Schwerpunkt Musik an der Heimschule Länder Talent, Kreativität, die Liebe zur Musik und das gemeinschaftliche Musizieren miteinander vereint. Im Anschluss des Adventsbazares wurde es auch wieder musikalisch und die Besucher wurden herzlich zum Aperitif kulturell in die Aula eingeladen. Den Zuschauern wurde ein abwechslungsreiches Programm mit Beiträgen verschiedener Musikklassen geboten. Beim Aperitif kulturell wurde den Zuschauern ein Einblick in die Musikwelt der Heimschule Länder geboten. Der Nachmittag bestand aus vielen abwechslungsreichen Auftritten, bei denen Schüler von der 5. Klasse bis hin zum Abi-Jahrgang mit Body Percussion, Auftritten im Chor und Einzelgesang überzeugten. Go! Mit der November-Sendung. Wir wünschen euch jetzt schon mal eine schöne vorweihnachtliche Zeit und bis zum nächsten Mal.